Hallo liebe Leute, mein Name ist Peter und ihr guckt euch AVA Group Media Kanal an. Heute werden wir über der Xiaomi oder Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro uns unterhalten. Es ist keine Unboxing Video, das Gerät ist schon aufgemacht und ausgepackt. Es handelt sich eher um eine Bewertung und erste Testvideo inklusive, was keine zeigte, oder bisher habe ich auf dem Internet keine Video darüber gefunden, wie der Software eigentlich aussieht für das Gerät. Wir sind überzeugt, dass das Gerät gut ist, aber natürlich wie jedes Haushaltsgerät oder so Roboter hat seine Macken und ich werde euch über jede einzelne solche Kleinigkeit berichten, würde ich mal so sagen. Also der Software wird hier gezeigt. Das ist zum Beispiel der erste Macke. Wie ihr seht, da läuft auf dem Computer ein Android Emulator und auch auf diese Handy, das ist eine Galaxy Z Fold 2, ist der Fenster für den Staubsauger Bedienungsfenster immer so eine normale Handyformat. Also das könnte Xiaomi noch ein bisschen besser machen. Eine Pro aber für das Gerät. Ihr könnt das, wenn ihr etwas auf dem Internet bestellt und hat so eine Box, relativ groß, ne? Dann hat es noch eine viel größere Umverpackungsbox, Papierbox um sich. Der Xiaomi hat tatsächlich eine genau passendes Box für das Ganze mitgeliefert. Also es wird weniger Luft herumtransportiert mit das Gerät. Das ist nun mal gut. Gut, dann einmal Vorbereitung, wie ihr vorher gesehen habt. Diese Wohnung wurde schon einmal gescannt. Und ich weiß schon, wo er aufhängt. Das Gerät kann tatsächlich 2 cm Höhe Stufen, sage ich mal so, überwinden. Zum Beispiel hier, wir sind noch in Renovierung nach einem Wasserschaden und ihr seht, das Parkett fehlt. Das ist etwa 11-12 mm, überwindet er problemlos. Was er nicht überwindet, sind diese Kleiderhalter, die musste ich von dem Boden aufheben und auf dem Bett legen, weil eigentlich nicht das komplette Gerät, nicht, dass es nicht runterfahren könnte, aber der Staubsauger hat diese kleine Bürsten da in der Seite, so ungefähr, und diese drehende Bürsten hängen an diese Kleiderhalter auf. Und ich habe für die E-Gitarre ein paar Kabel hier herumliegend. Ich hoffe, ihr seht das. Genau, da. Und einmal, also der Gerät hat schon sicherlich 5-mal diese Zimmer aufgesaugt, aber einmal haben diese kleinen Bürsten an die Kabel aufgehangen. Gut, sonst eine Empfehlung. Ausgerechnet vor den ersten Scan. Gleich werde ich diese Grundriss von unserer Wohnung in dem App löschen und das neu erstellen, damit ich euch zeigen kann, wie man Räume zusammenfügt und trennt und Grenze vom Räumen wieder neu einstellen kann, weil das ist nicht so einfach und nicht unbedingt intuitiv. Was allerdings intuitiv ist, wie das Gerät erstes Mal zum Pairen, also mit dem Handy zu verbinden ist. Das ist wirklich intuitiv. Ganz kurz, das Gerät kam eigentlich mit 14% Ladung. Das reicht für das Paaren. Erstmal habt ihr zwei Knöpfe auf dem Gerät überhaupt. Da seht ihr das? Ja, da. Zwei Knöpfe, eine Häuschen und eine Power-Button.
Ihr hält den Power-Button etwa 2-3 Sekunden lang, dann fängt er an zu blinken, aber er ist noch nicht gestartet. Das ist eine Sache, was der Bedienungsanleitung zum Beispiel nicht schreibt. Ihr wartet, bis das Gerät auf Englisch erstmal sagt, Vacuum Cleaner started oder sowas. Dann hält ihr beide Knöpfe gleichzeitig für 3-4 Sekunden und er sagt, dass die Wi-Fi-Einstellungen gelöscht werden und blinkt. Und in diesem Zustand könnt ihr wirklich intuitiv auf dem Handy-App den Paaren anfangen, also der Pairing. Und dann ist das Gerät praktisch also arbeitsfertig. Ich empfehle erstmal, den Gerät vollkommen aufzuladen, weil mit 15-18% Ladung werdet ihr das Gerät nicht so starten können. Bei der ersten Staubsaugung muss er die komplette Runde in den ganzen Wohnung erstmal fertig machen, bis du überhaupt weitere Befehle geben kannst. Das heißt, das ist eine Wohnung vom 80-85 Quadratmeter und eine komplette Staubsaugegang, wo, darauf gehen wir noch ein, er kann auch zweimal staubsaugen, ne, dass das alles zweimal saugt. Bei einer normalen Staubsaugung, normaler Gang verbraucht er etwa 50% der Batterieleistung. Also ich empfehle erstmal das Gerät 100% aufzuladen und lossaugen. Der Behälter für den normalen Staub ist schon installiert. Der Behälter für Wasser, weil der kann auch aufwischen. Ich sag mal so, keine dieser Roboter ersetzt den eigentlichen Reinigung, Staubsaugen und Aufwischen. Beim Aufwischen explizit ist er mediocre, sagen wir so. Also, und genau. Noch eines, vor dem ersten Sauggang solltet ihr die Türen auskeilen. Ich habe jetzt auch für dieses Versuch eine Papier unter dieser Tür und unter dieser Tür hingelegt. Weil die Türen kann er relativ leicht wegschieben, dann sperrt er den Weg einmal zum Esszimmer zum Beispiel oder zur Badezimmer. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass wenn die Türe sich bewegen, dann kann er sich verirren. Also der LIDAR, diese Light Radar, sucht eigentlich die Tür, ne? Und wenn die Tür nicht in dem Position ist, wo er bei dem ersten Karteerstellung war, dann sagt er, oh, ich bin nicht in dem Zimmer oder in dem Wohnung, wo ich sein sollte, und er fängt den Plan Kartografie machen noch einmal an, was natürlich viel viel Zeit wegnimmt. Gut, dann würde ich mal sagen, wir gehen zum Computer, wir löschen den erste Karte, zeige ein paar Einstellungen danach, machen wir die Karte neu und dann zeige ich noch ein paar Bedienungssachen und dann erzähle ich noch über einige Kleinigkeiten, die ihr eventuell wissen sollt. Also hier sind wir bei der Computer und das ist, was ich euch gesagt habe, dass diese Fenster ist auch so auf eine Samsung Galaxy Z Fold 2 auch nur so blöd schmal. Das heißt, auf dem Handy benutze ich den App auch so, dass es der Front Display verwendet wird. Okay. Über den Pairn gehen wir nicht durch. Hier klickt ihr auf das Gerät. Wir haben ihn Cosmo genannt.
Und hier könntet ihr einige Einstellungen machen, wie zum Beispiel, ob er saugen und wischen soll, wie stark er saugen und wischen soll. Der Lautstärkeunterschied ist relativ groß. Wir können jetzt einfach leiser machen. Natürlich in leiser Modus verbraucht er weniger Akku. Wir gehen nicht durch alle Einstellungen, nur das, was ihr so täglich verwenden müsst oder könnt. Einmal gibt es diese entlang der Kanten saugen. Das macht, dass das Gerät tatsächlich nur einmal um die Kanten rumgeht, aber nicht in der Mitte des Raumes saugt. Dann habt ihr, und vor jedem Start müsst ihr das Haken setzen bzw. so einschalten. Nach dem Sauggang, wenn er zu dem Docking Station zurückkehrt, dann schaltet sich diese zwei Schaltfächer aus. Der sekundäre Reinigung bedeutet, dass er immer erstmal um die Ränder herum geht, entweder die komplette Wohnung oder nur in dem Raum, wo ihr das Gerät reinschickt. Und dann saugt er auch die Ränder und auch in der Mitte des Raumes zweimal und erst dann kehrt er auf der Docking Station zurück. Hier seht ihr jetzt aktuell unsere Wohnung und ihr könnt zum Beispiel erkennen diese graue Flächen. Das sind die Flächen, wo er nicht reinfahren kann, obwohl der LiDAR sieht, dass da etwas noch gibt. Das sind hier zwei Sessel, diese grüne Ledersessel, was ihr vorhin gesehen habt. Und da kann er sehen, dass da etwas noch gibt, aber er kann da nicht reinfahren. Dann zum Beispiel hier unter dem Möbel, Küchenmöbel, kann er reinsehen, aber reinfahren kann er nicht, weil er passt nicht mehr durch. Und dann werdet ihr eventuell solche Artefakte sehen, wie hier zum Beispiel. Hier hat der Möbel einen Spiegel. Der LiDAR sieht den Tiefe durch den Spiegel, aber durchfahren kann er natürlich nicht. Also diese Ecke hier entspricht dieser Ecke hier. Das gleiche haben wir hier. Hier ist die Tür. Und hier ist eine Spiegel und durch die Spiegel würde er gerne hier reingucken und reinfahren in den Möbel und in die Wände. Da gibt es natürlich nicht. Was ich gleich noch mache, ich unterbreche die Aufzeichnung und werde irgendwelche Klebestreifen hier und hier draufkleben und gucken, ob das hilft. Eigentlich sollte das helfen. Weil wenn ich die Klebestreifen so hoch setze, dass der Roboter nicht drüber sieht oder in den Spiegel reinsehen kann mit dem LiDAR, dann müssen diese Artefacts hier auch nicht unbedingt geben. Also ich breche jetzt die Aufnahme ab und bin in einer Sekunde wieder da. Also wie gesagt, ich habe die untere Teil dieses Spiegels abgeklebt, nur übergehend, sowie auch da drinnen habe ich die Spiegel unten abgeklebt und dadurch sollte dieser Ghost-Raum von der Karte verschwinden. Also, wir sind wieder hier bei der Computer. Die Karte zurücksetzen. Ja, dadurch wird die aktuelle Karte gelöscht. Der Vorgleich zurückgesetzt. Genau, wir haben keine Karte. Das Gerät ist voll. Und die Wiedergabe werde ich jetzt hier ein bisschen schneller euch abspielen. Der komplette Wohnung, die erste Kartografie dort etwa eineinhalb Stunde würde ich mal schätzen, aber das sehen wir gleich. Ne? Inzwischen nehme ich auch den Handy und werde euch mitfilmen, wie das läuft. Nicht die ganze Vorgang, nur ein Teil davon. Also, und Start.
das ist eigentlich kein Fehler, dass er da nicht weitergeht. Das habe ich mehrfach getestet. Er kalkuliert irgendwie einen bestimmten Abstand von der Tür weg, wie weit er in den ersten Gang geht. Und später werden wir sehen, dass er noch einmal zurückkommt und das Teil zwischen die Tischfüße und die Couch oder diese Sessel mitmacht. Das wird er auch in andere Zimmer so machen. Auch in der Kinderzimmer, Studiozimmer wird er das genauso machen. Und inzwischen sehen wir schon, was er auf der App gemacht hat. Aus Erfahrung fährt er hier auch nicht ganz bis zu die Fenster oder die Balkontür. Genau, er hält da an, macht eine gerade Linie und dann kommt zurück. Aber später geht er auch auf diese Fläche noch einmal rein. So wie dahinter. Also jetzt rechts von ihm kommt er später zurück. Und er passt unter eine normale Hemmnismöbel locker rein. Also, wir lassen das Gerät jetzt weiter saugen und wir kehren zurück, wenn er fertig ist. Solange könnt ihr in Schnellwiedergabe gucken auf dem Computer, was passiert. Beziehungsweise, ich kann euch noch schnell zeigen, was der Lautstärkeunterschied ist. So laut ist er auf Turbo. Und das ist der leise Modus.
So, und jetzt ist das, dass er geht auch in Ecken rein, was er bislang noch nicht in der Karte hatte und trotzdem nachgeht. Hier auf die Karte seht ihr, dass er praktisch nur bis zu dieser Linie erstmal in die Esszimmer reingefahren ist. Und jetzt, wo er mit der eigentlichen Bereich fertig ist, geht er ganz in die Esszimmer, sogar in die Küche, wiederum nur bis zu dieser Linie. Und dann in einen dritten Nachgang wird er auch diese Ecke hier fertigstellen. Thank you.
Viele fragen sich sicher, was macht der Staubsauger mit so einer ziemlich langflockigen, langhaarigen Teppich? Nix, funktioniert problemlos. So, und so kehrt er zu seiner Ladestation unter dem Möbel zurück. Er adjustiert seine Position und dann fährt er rückwärts rein. Und wie ihr seht, so sieht dann der Wohnung aus. Ne? Das Thema hier mit dem Spiegel und hier haben wir teilweise gelöst. Ich glaube, hier hat tatsächlich in dem Möbel reingeguckt zwischen die Türe. Aber das passt schon. Das ist halt die Spalt zwischen die grüne Sessel und alles andere scheint zu klappen. Allerdings, wenn ihr seht, die Räume sind natürlich nicht so, wie wir das tatsächlich haben. Er hat einen Teil des Flurs mit dem Badezimmer, Schlafzimmer verbunden, auch ein kleines Teil von dem Kinderzimmer. Der andere Teil vom Flur ist mit dem Esszimmer und Küche verbunden. Der einzige, was er fast richtig getroffen hat, ist das Wohnzimmer. Jetzt zeige ich euch, wie man diese Räume adjustieren kann, damit das auch richtig angezeigt wird. So, eine wichtige Sache zu wissen ist, dass es gibt eine Minimummenge, die ihr von einem Zimmer abschneiden könnt. Ihr geht zum Bereichseditor. Und hier unten könnt ihr Bereiche zusammenführen, trennen oder umbenennen. Erstmal würde ich empfehlen, alle Bereiche zusammenzuführen. Aber ihr könnt nur zwei auf einmal zusammenführen. Dann die Raum 4 mit 2. Weil dann ist es einfacher aufzuschneiden. Ich glaube, Raum 3 lassen wir es einfach so, wie es ist.
Das wird zum Wohnzimmer. Er hat meine frühere Angaben gemerkt. Wenn ihr das neu macht, dann müsst ihr halt Zimmernamen einschreiben beim Benutzer definiert. So, und dann müssen wir diese Bereiche einmal trennen. Zum Beispiel trennen wir die Küche ab, trennen, und dann zieht ihr mit eurem Finger auf dem Handy eine Linie hier durch, was ich wohl mit dem Computer nicht machen kann. Kann natürlich sein. Noch einmal. Doch, geht. Ich habe nur nicht gut geklickt. Und Pfeilchen. Ah ja, erstmal müsst ihr ja den Bereich auswählen, was ich vergessen habe. Also Raum 1 willst du trennen. Und hier ist eine Tür. Und trennen. Das könnt ihr auf dem Handy genauso mit eurem Finger machen, wie ich hier auf dem Bildschirm es mache. Raum 1 trennen. Und hier ist der, die Tür von der Kinderzimmer. Dann wieder trennen. Und hier ist die Tür von die Badezimmer. Und der letzte ist die Tür zur Schlafzimmer. Und dann müsst ihr die Zimmer nur noch umbenennen. Das ist Küche. Das hier ist Esszimmer. Das ist hier Flur. Das Gerät könnte man eigentlich auch sprachbedienen, hat bei uns aber bislang nicht funktioniert, muss ich ehrlich sagen. Das ist die Badezimmer. Wir hoffen, dass da eine Software-Update kommt und dann wird die Sprachbedienung per Google auch möglich sein. Schlafzimmer. Und die letzte ist der Studio Schrägstrich jetzt Studio, Labor und Kinderzimmer. So. Und fertig. Jetzt noch ein paar Funktionen. Habt ihr irgendwo was ausgeschüttelt? Sag mal fleckenweise. Dann könnt ihr dieses Ikon hier nehmen und hier einen Punkt setzen. Und er wird nur in diesem Bereich Staub saugen. Das zeige ich euch schnell. Reinigung an bestimmter Stelle beginnt, hat er also gesagt. Und
Jetzt, wenn er fertig ist, kehrt er, hier unten schreibt er, kehrt er zu den Docking Station zurück. Neue Befehle könnt ihr eigentlich nur dann effizient geben, wenn er wieder Laden anzeigt. Er lässt euch starten drücken, aber meist bricht er den Vorgang ab. Jetzt hat er gedockt, wird geladen. Dieser Knopf hier erlaubt euch, einen viereckigen Bereich zu bestimmen, wo das Gerät staubsaugen soll. Mit dem Ecke könnt ihr das rumdrehen, mit dem Pfeil könnt ihr das größer und kleiner machen. Und das platzieren wir hier zum Beispiel und wir sagen ihm starten. Dann geht von dieser Runde zu dem Viereck rüber. Wenn ihr aber nicht zufrieden seid oder wenn der Tür hier zum Beispiel sich bewegt und er sich verliert, dann zeigt er wieder alles so hellblau an und will alles, also die Räume verschwinden. Ihr müsst euch keine Panik oder ihr braucht keine Panik zu haben. Ihr geht einfach Ladestation, geht zu dem Ladestation zurück und nach einigen Sekunden, maximal 5 bis 10 Sekunden, stellt er diese Karte wieder her. Also das heißt, wenn er sich verirrt, dann verliert ihr eure Karte dadurch aber nicht. Und wenn wir jetzt, wenn er gedockt hat, auf dem Start drücken, dann versucht er die ganze Wohnung Staub zu saugen. Wenn ihr aber nur einen Bereich staubsaugen wollt, sag mal Badezimmer, ich sagte Badezimmer, und wenn ich jetzt Start drücke, dann fährt er direkt zu dem Badezimmer und macht nur dort Staubsaugen oder halt aufwischen, wie ihr das einstellt hier unten, ob er saugen und wischen oder nur wischen soll. Wenn ihr wischen wollt, dann müsst ihr natürlich den anderen Behälter mit Wasser einlegen und den Mop unten draufklipsen. Es ist so intuitiv, dass ich dieses Vorgang euch nicht separat zeige. Ihr seht hier, er geht auf dem kürzesten Weg zum Badezimmer und fängt an, dort Staub zu saugen. Ne? Wir rufen ihn jetzt zurück. Die nächste Möglichkeit ist, in diesem Zimmer haben wir Teppich. Und wenn ihr zum Beispiel nicht wollt, dass der Teppich nass wird, dann könnt ihr eine virtuelle Wand einrichten oder einen eingeschränkten Bereich einrichten. Ihr könnt, das habe ich gemeint, solange er nicht zu dem Ladestation zurückkehrt, solange solltet ihr solche Befehle nicht geben. Ich mache jetzt eine virtuelle Wand einfach hierhin, weil hier fängt ungefähr der Teppich an. Bisschen weiter hier. Wenn ich fertig sage, dann wird das hier erscheinen. Und wenn ich den Roboter in die Wohnzimmer reinschicke, dann wird er, dazu nehme ich den Handy, nur bis zu dieser Linie fahren. Hm, komm.
Hier ist irgendwo unsere virtuelle Wand, die wir eingerichtet haben. Wir haben nicht genau den eckigen Teppich getroffen, aber wenn ich eine halbe Gerätbreite weiter nach links schiebe, den Linie, dann funktioniert das perfekt. Wir schicken das Gerät zurück zur Ladestation. Ich lösche den virtuelle Wand. So. Zum Beispiel jetzt ist das Gerät hier unter meinem Sitz. Trotzdem meint er, dass bei der Ladestation wäre, aber nach einigen Sekunden findet er sich selbst anhand der Radardaten. Einige fragen sich sicher, und was passiert, wenn ich dieses Sessel oder Stuhl und den anderen bei dem Schreibtisch von die Erna wegmache, wird er dann dort nicht staubsaugen? Das Antwort ist doch. Das zeige ich euch. Erstmal stelle ich schnell die zwei Bürostühle weg. So, die zwei Bürostühle habe ich weggestellt. Sind hier draußen auf der Gang. Und wenn ich jetzt das Gerät in die Wohnzimmer reinschicke, wie ich euch gesagt habe, er fängt sowieso mit einer neuen Randabtasten ab und er wird, wie ihr sehen wird, einfach das Zimmer grundsätzlich noch einmal kartografieren, würde ich mal so ausdrücken. Da kommt er schon. Ne, also es stört ihm gar nicht, ob die Stühle da sind oder nicht. Er kann seine Aufgabe fröhlich erfüllen. So, und was ist dann der Fazit von diesem ganzen Video? Alle Haushaltsroboter haben ihre Schwächen, aber für einen Kostenfaktor von 209 Euro, wofür ich dieses Gerät gekauft habe, und für ungefähr so viel könnt ihr das auch kaufen, ist es sehr, sehr gut. Früher hatten wir eine Libero Dirt Devil, kleines, nicht kluges und nicht Roboter, aber Staubsauger, der hat nach einer bestimmten Zeit bestimmte Fahrweisen abgefahren und versuchte dadurch auf Zufallweise die möglichst größte Fläche des Zimmers aufzusaugen. Der Dirt Devil kann man mittlerweile für 60 Euro kaufen. Wir haben das damals für 80 Euro gekauft. War auch nicht schlecht. Leider ist von dem das der Vorschaltgerät, der Power Supply, kaputt gegangen.
Und deswegen haben wir dieses Xiaomi-Gerät gekauft. Ich kann es nur empfehlen, wenn man mit den kleinen Macken leben kann. Aber noch einmal, das Gerät ersetzt nicht den Staubsauger mit einem richtigen Staubsauger, so wie auch der Daredevil das nicht ersetzt hat und so wie auch der AEG-Stab-Hand-Staubsauger-Kombo nicht ersetzen könnte oder konnte. Daher, das war das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert den Kanal und wir sehen uns nächstes Mal. Tschüss!